www.onlineradio-düren.de. Schönen guten Abend zur Trainervorstellung hier beim FC Rhenania-Lohn. Lange erwartet, jetzt doch gekommen, unser neuer Trainer. Viele von Ihnen werden ihn kennen. Der Name ist Moses Cicone. Und dann würde ich jetzt einfach mal abgeben an unseren neuen Trainer. Einen schönen guten Abend zusammen. Cicone, Moses ist mein Name. Ich bin 41 Jahre alt. Und ja, was soll ich noch sagen? Ich freue mich einfach hier zu sein. Ich bin einfach ja, ein bisschen neugierig, was der Verein angeht. Und ich habe schon vieles gehört, was gut ist über diesen Verein. Und das ist ein traditionsreicher Verein und darauf freue ich mich sehr, hier zu sein. Und natürlich auf die ganzen Jungs und die Fans. Und ja, alles andere, wir werden mal sehen, was hier die Saison noch bringt. Wenn noch Fragen Ihrerseits sind, würden wir die jetzt klären. Was waren die Gründe, dass Schuhe erst heute vorgestellt werden und nicht nach dem Ausreiten von Thomas Hofer? Cicone hatte private Angelegenheiten, die er noch klären musste und war auch eine Zeit lang im Ausland. Daher muss er erstmal wieder in Deutschland ankommen und es ist ja sportlich bis jetzt gut gelaufen, daher haben wir da keine große Eile gesehen. Genau. Also das Modell Co-Trainer wird es in Zukunft bei uns nicht mehr geben. Die zwei Trainer werden auf Augenhöhe agieren, ist also 50-50 der Entscheidungsgewalt. Ich denke mal, damit werden wir in Zukunft gut fahren, da die Mannschaft sich jetzt auch an Harald Heiden gewöhnt hat. Sportlich sind wir auf Kurs, daher gibt es da keinen Grund, Harald Heiden irgendwie wieder zurückzustufen oder Ähnliches. Ja, erstmal der Kontakt ist hier durch den Nico als Geschäftsführer hier gekommen und also was meine persönliche angeht, natürlich ja, ich bin noch ja verletzt. Wie schon ja der Geschäftsführer gesagt hat, der Harald ist schon ja fit, der werde weiter mit der Mannschaft arbeiten, aber ich werde immer vor Ort sein, zu schauen, um besser, schneller wie möglich ja die Jungs zu kennenlernen. In der ersten Linie Fußball wird ja überall gespielt und ja, wenn man ja mit den Leuten, die mich ja kontaktiert haben und man ja auch ein gutes Gespräch geführt hat und wie ich ja schon gesagt habe, Lohn ist ein Traditionsverein und natürlich man möchte sich in diesem Dorf was bewegen und das ist ja, was mich so beeindruckt hat und darauf freue ich mich und natürlich ja, was Ziel angeht, ist eine Sache, wo halt ja erstmal muss man ja mit der Mannschaft eine gute Saison spielen und dann ja mal schauen ja, am Ende der Saison, was ja rauskommt. Die Mannschaft haben Sie noch nicht kennengelernt. Ich habe noch nicht. Ich werde gleich hier tun. Also die Mannschaft hat er persönlich noch nicht kennengelernt, weiß aber schon, was Sache ist hier, kennt auch die Spieler vom Hörensagen her. Von Erzählungen und auch von den bekannten Netzwerken. Die Mannschaftsvorstellung die Vorstellung mit der Mannschaft wird gleich vonstatten gehen. Wenn wir sie verabschiedet haben, möchten wir dann auch im kleineren Kreis machen, weil es da halt sehr wichtig ist. Der erste Eindruck zählt, sagt man ja so schön. Nee, da möchten wir heute noch nichts zu sagen.
Ich denke mal, zuerst möchten wir hier vernünftigen Fußball spielen. Und es heißt ja nicht, dass wir nicht nächstes Jahr auch noch in der Kreisliga A spielen werden. Daher ist so eine Klausel im Vertrag gar nicht vorgesehen. Das kann man jetzt mal noch nicht hier direkt sagen. Was seht ihr, ist erstmal mit der Mannschaft die zu trainieren und schauen. Und da werden wir mal sehen, ja, vor die nächsten Spiele. Und wie ich schon ja gesagt habe, der Harald werde weiter erstmal mit den Jungs, bis ich fit bin. Und dann kann ich hier volles mit voller Energie reinsteigen. Ich denke mal, wir sind als Aufsteiger sehr gut in die Saison reingestartet, können jetzt auch schon die ersten Schlüsse ziehen aus dem Verlauf der Saison, haben eine starke Saison bis jetzt gespielt, habe ich auch schon im Interview mit Radio Düren gesagt, wir haben natürlich jetzt Blut geleckt, haben eine sehr gute junge Mannschaft und wollen natürlich jetzt auch testen, was mit der Mannschaft möglich ist und definitiv bis zum Ende der Saison da mitspielen, wo wir zum jetzigen Zeitpunkt auch mitspielen. Ja, von Aufstieg kann als Aufsteiger erstmal im großen Stil nicht die Rede sein, aber wie schon gesagt, mit der Mannschaft ist einiges möglich, eine sehr leistungsstarke Mannschaft und wenn wir da jetzt im Winter noch den ein oder anderen starken Spieler dazu holen, denke ich mal, dass man durchaus den Mannschaften, die unbedingt aufsteigen wollen, die es auch schon offiziell bekannt gegeben haben, dass sie aufsteigen wollen, siehe Türkische SV, dass wir denen schon im Verlauf der Rückrunde das Leben schwer machen werden. Ja, ich denke mal, ich habe es jetzt auch mehrfach schon gesagt, dass wir im Winter tätig werden. Da können Sie mir auch gut und gern vertrauen, dass es leistungsstarke Spieler werden sein. Daher möchten wir jetzt zu den Transfers erstmal nichts mehr sagen. Sonst noch Fragen? Dann würde ich mich von Vereinsseite aus bedanken und hoffe weiterhin auf so gute Zusammenarbeit und eine ordentliche Berichterstattung.